So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play hier vom guten Mad Mike. Ich bin in Dying Light und suche jetzt den Gasmaskenman. Gasmaskenman. Die funktionieren auf einmal viel besser. Ja, ne? Nachdem ich hier drin war, geht alles viel, viel besser. Das ist normal so. Jetzt muss ich aber wieder wahrscheinlich 3 Stunden lang rumlaufen, um da hinzukommen. Stuffed Turtle schützen. How about no? Jetzt gehe ich jetzt den Gasmaskenman finden. Also ab in die Richtung. Und immer schön hier. Das hier, das ist ein Wasserrohr mit 24 Oni, das will ich natürlich nicht haben. Kennt ihr das Gefühl im Übrigen auch, dass ihr ein Spiel längere Zeit nicht spielt und dann überhaupt nicht mehr so richtig reinkommt? Ich habe das jetzt mindestens 3 Tage nicht angefasst, weil ich die ganze Zeit nur am WoW zocken war und ein paar andere Sachen noch nebenher ab und zu mal. Zum Beispiel Far Cry war nicht dabei. Nee, ich glaube, es war wirklich größtenteils WoW. Ah ja, Heroes of the Storm habe ich da gespielt. Ganz, ganz viel sogar. Oh, Blümchen. Blümchen pflücken. Ja, man, ich meine, im realen Leben holt man sich auch gerne mal so ein toxisches Pflänzchen. Damit man auch direkt vergiftet wird. Nom nom nom, so ein Fliegenpilz und so ein Zeug. Direkt dann reinbeißen. Schön, aber wir kommen wenigstens vorwärts. Dieses Spiel ist zum Glück nicht so unheimlich linear. Ich mache jetzt momentan Nebenquests, einfach deswegen, weil Zeit schinden. Nein, Quatsch, nicht Zeit schinden, aber weil, ja, es gibt halt XP, ein bisschen Erfahrung und so weiter und so fort. Und viele sagen, das Spiel ist viel zu einfach, laut Reddit zumindest. Und man könnte es auch schwieriger machen, indem man, ja, sag ich mal, hey, guck mal, das war früher ein Sportler hier. Punk. Ich kann auch Sportlern. Nehme ich einfach auf dich drauf springen. Man könnte auch einfach mit Fäusten kämpfen oder einfach rumtreten. Nee, dreht. Dreht. Das könnte ein bisschen politisch inkorrekt sein, oder? Wenn ich den Afroamerikaner jetzt durch die Gegend trete. So. Entschuldigung. Ich hab jetzt gerade. Oh fuck. Ich bin nicht da, ich muss weg. Ups. Da hab ich die E-Taste versehentlich gedrückt. Hi Kollege, tschüss. Whee! Ich finde die so toll als Sprungbrett. Ausgezeichnet. La, hüpf, hüpf. So, ist ein ganzen Sack am Arsch. Sack. Na, das käme auch wow. So, Gasmaskman, wo bist du? Oh, ein Kampftagebuch. Und, was zum Durchsuchen? 25, sehr schön. So, Mannequin, wo bist du denn? Muss ich ja dann rumklopfen oder was? Ah, keinen Schritt weiter. Shakur empfängt heute keine Besucher. Ja, doch, doch, wer keine Besucher will, sollte nicht das Schloss am Tor des Fischerdorfes sabotieren. Hallöchen, das ist Waffe. Wovon redest du? Das war nicht Shakur. Das war der Mann mit der Gasmaske. Und das bist du. Ich? Du bist verrückt. Du hast eine Gasmaske auf, Mann. Weil du eine Gasmaske trägst. Du wurdest hereingelegt. Stimmt, liegt da unter Stroh. Der Saboteur ist ein Betrüger, der sich verkleidet hatte, um den Verdacht auf mich zu lenken. Damit du böse auf Shakur wirst. Aber Shakur weiß, wer dahinter steckt. Shakur hat ihn ohne Maske gesehen. Du hast jemanden gesehen, der aussah wie du? Shakur war hinter den Felsen und hat ihn gesehen. Klassiker. Aber er hat Shakur nicht gesehen. Dann sollte Shakur mir sagen, wer es ist. Nein. Ha, diese Information ist sehr viel wert. Ah, ja. Wenn dein du Leben wissen willst, zum Beispiel. Was Shakur gesehen hat, dann musst du zuerst etwas für Shakur tun. Dann sage ich es dir. Ah, halt die Fresse. Ich verhandle nicht mit dir, Shakur. Echt mal jetzt. Natürlich nicht. Shakur sagt, was zu tun ist und du gehorchst. Also, gehorche ich meine, wenn Shakur. Wenn so eine Waffe auf mich zeigen würde, würde ich mächtige machen, Shakur. Ich war auf dem See hier in der Nähe unterwegs, als meine kostbare Tasche aus dem Boot ins Wasser gefallen ist. Ja, ist okay. Ich muss meine Tasche wiederholen. Die labern sich einen ab. Kann ich dich einfach abstechen oder so? Mal probieren. Nein, ich kann nicht draufklicken. Es geht nicht. Ich muss wirklich die scheiß Tasche wiederholen. Willkommen in den MMO-Quests. Suchen Sie bitte. Suchen Sie A. Suchen Sie B. Für A und B suchen Sie dann bitte C. Ich muss wirklich da drin rumtauchen, oder? Seriously? Inklusive Seetang. Woran sehe ich eigentlich, was ich ersticke? Jetzt, wenn ich sage, oh, meine Lungen, muss ich leider kotzen. Ich geh hoch da. Ja, guck mal, hier wird was getreten. Helfen wir kurz? Ja, komm, wir helfen kurz. Jawohl! Aha! Aha, nicht auch noch. Hallo, ein? Na komm. Waffe missbraucht. Boah, hey. Das hält nichts aus, das Zeug. Unglaublich. So, komm her. Weil ich erst kommen muss, um euch zu retten. Deswegen. Da
Danke. Oh, Belohnung, Templer. Ohne dich hätten wir es nie geschafft. Okay, findet ihr noch was? Ja, dich habe ich auch gerettet, Alter. Oh Mann, dann bin ich. Okay. Ja, dann muss ich halt hier noch ein bisschen. Du machst mir die Tür dazu, danke. Dann tauche ich mir halt noch mal einen hier ab und suche noch ein bisschen was. Unter Wasser. Man sieht, ist schön, dass man hier so unglaublich viel sieht. Warum mache ich das hier eigentlich? Warum gehe ich hier aufgrund. Oh, ich bin immer in der Nähe, das ist schon mal gut. Moment. Ah, das ist die Luft. Okay, alles klar. Ja, ich gehe mal kurz Luft holen, glaube ich. Und dann wieder runter. So, jetzt wieder runter. Also, ich kann mir vorstellen, dass es hier ein Boot irgendwo ist. Scheiß fucking Taschensuche hier. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaube, das ist er hier vorne, oder? Ne, das ist nur so ein Spalt. Hm. Hängt sie noch am Boot irgendwo fest? Nicht wirklich. Okay. Das ist eine Wurzel. Ah. Das ist ein Ruder, toll. Ich nehm's trotzdem mal mit. Vielleicht kann ich unter Wasser noch ein bisschen rudern. Hm. Ist auch nichts. Ey, wo ist denn der Scheiß? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, bevor ich wieder sticke, gehen wir mal hoch. Spannende Sache hier. Bergen Sie die Gasmaskenmannstasche. Ich finde das immer noch. Gasmaskenman. Gasmaskenman. So, Gasmaskenman, nochmal kurz suchen. Tasche. Kann man hier vielleicht das Licht anmachen oder so? Du siehst ja auch nichts hier unten. Können Sie echt mal reinigen. Bisschen Zombies reinwerfen. Die das bestimmt dann mit ihren Gedärmen reinigen. Schön durch den Popo gefiltert. Hm. I don't see shit. Ah, da ist er doch. Ah, nix weg hier. Blöder Drecks. Nebenquest Kack hier. Fucking unbelievable. Geh jetzt mal um. Wenigstens keine dummen Kommentare. Immerhin. Okay, ja klar. Ich hab die Maske. Die blöde Tasche. Jetzt kann ich dann hoffentlich wieder zurück. Und bekomme dann hoffentlich das, was ich suche. Nämlich XP. Und sonst habe ich gar nichts. So. Im Prinzip ist es so ein bisschen Lauf. Das hier ist das Lustigste überhaupt. Immer noch. Wer es noch nicht gesehen haben sollte. Laufen. Laute Geräusche ziehen mich befallen an. Ah, hört man es auch schon? Da haben sie schon geknurrt. Das Lustige ist, die finden mich auch immer. Also egal, wo ich bin, die finden mich irgendwie immer. Hallo, hier. Ich hab deine Tasche. Warum hast du sie nicht selbst geholt? Shakur kann nicht schwimmen. So. Ach, okay. Erst die Tasche. Das erklärt. Dann sage ich dir, wer der falsche Shakur ist. Okay. So. Das wäre besser. Also Shakur, was hast du gesehen? Der Betrüger schleicht sich heimlich aus dem Dorf. Ganz vorsichtig. Nachts oder tagsüber. Dann setzt er eine Maske auf. Ja. Dann schleicht er zurück zum Tor. Okay. Macht dabei aber Lärm, damit die Wachen ihn bemerken. Er zerstört das Schloss und rennt davon. Hast du ihn erkannt? Er sah wie ein Irrer aus. So wie du. Nicht wie Shakur. Du bist auch ein Irrer, Mann. Weißt du, wer es war? Natürlich. Einer der Fischer. Derjenige, der sich als Shakur verkleidet hat. Na ja, ist gut. Übrigens, der Shakur, was war in der Tasche? Meine Luft. Meine geliebte, saubere Luft. Oh Gott. Der hat so einen an der Klatsche, ist unglaublich. Kann ich das noch mitnehmen? Nee. Kann ich dich irgendwie umsemmeln? Auch nicht. Hm. Kann ich irgendwie rüber? So, so Zeug noch looten oder sowas? Nicht mal das kann man. Alter. Was für eine Verschwendung von Zeit. Immerhin war es eine Sicherheitszone. Hey, warte mal. Das ist eine Sicherheitszone. Oh, dafür hat es sich gelohnt. Das ist eine neue Sicherheitszone. Also, ist gar nicht so schlecht. Ganz schön nah, dran mittlerweile alle. Guck dir das mal an. Hier kann ich noch zwei Stück freischalten. Da unten auch noch eine und dann bin ich eigentlich prinzipiell, kann ich über die ganzen Safe Zones rumhüpfen, prinzipiell. So, wir wollen aber zum Fischerdorf und da erstmal ein bisschen Fragen stellen. Das machen wir gleich mal. Wir hüpfen. So. Da haben wir ein paar Parkour-Zombies, denke ich auch sehr gerne. Parkour 1. Hui! Hier nehmen wir als nächstes. Rückenspringer. Oh, da ist ein Brenner. Nicht mal lustig, dass sie brennend durch die Gegend laufen können. So, aber ich habe kein Rennen hinter mir oder sowas, dementsprechend ist das gar kein Problem. Irgendwas Lustiges muss noch passieren hier. Irgendwas Lustiges. Zum Beispiel, die ins Gesicht treten. Ab, 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 was wollt ihr denn? Kommt.
Ihr wollt doch bestimmt alle noch ein bisschen da rein. Genau. Komm, da. Guck mal, da wollt ihr hin. Da wollt ihr hin, genau. Alle an den Bus. Alle mit dem Bus. Alle mit dem Gesicht am Bus. Sehr schön. Na, ich hab ja schon. Aber jetzt. Was ist denn hier? Ne, spart man wenigstens ein bisschen an der Reparatur. Ich glaube, du gerade. Was ist hier los? Komm her. Ja. Falsche Richtung übrigens. Ich sag mal kurz die Frontschirm hier. Hier, guck mal, Bus. Dann eben unterm Bus. Schön Kopf rum. Alles schön looten. Da auch noch. Ist das tot unten? Ja, sehr schön. Gut, ausgezeichnet. Oh, lass mich immer. Also. Da wollte ich dich eigentlich nicht anfassen. Kaffee. Da hat der Kaffee dabei. Kaffeesüchtiger Zombie. Gut, und weiter geht's. Der Abstecher muss auch mal sein. So ein bisschen was an die Taschen kloppen hier. Hui! Polizeiauto. Wann kann man schon mal über ein Polizeiauto rennen? Taxi. Oh, das kann man sogar aufmachen. Da ist noch was hinten drin. Ja, Kaffee. Ich habe keine Kaffee schon verweilt mittlerweile. Sehen. Ich könnte mal das Lämpchen ausmachen, habe das Gefühl, das macht mir die Sicht ein bisschen kaputt. Runter bitte, ohne kaputt zu gehen, das war mal ganz toll. Ausgezeichnet. Wir springen. Ich wusste es sofort, als ich sie gesehen habe. Was denn? Wen denn? Diese verdammten Touris, die hier rumhängen. So, wer hat alles einen Schlüssel für das Tor? Ich nur ein paar. Tom, Görse oder Musa? Danke. Also drei Fragen. Alles klar. Und hier? Und ich weiß auch genau automatisch, wer ist. Mhm. Na gut, dann suchen wir mal kurz. Aber wo suchen? Nee, den Müll kann man nicht umsuchen. Nein, ich wollte die Tür offen haben. So, kann ich den Bohrer mitnehmen? Nee. Oh, guck mal, ein Entwurf. Für ein Medkit. So, bra, was ist denn los hier? Mit dir kann man nicht quatschen. Okay, dann bist du wahrscheinlich einer der Verletzten. Alles klar, was hier? Jetzt ja nicht so viel, ne? Geht's noch irgendwo hoch? Kurz gucken. Ja, hoch geht's schon, aber nicht mit mir. Ah, doch, hier. Vielleicht ist er hier oben? Nein? Okay, also hier ist schon mal nichts. Kein Mann mit der Maske, mit der Gasmaske, mit der Maßgasse. Ja, können wir mit zwei Leuten reden. Der beste Torwart. Ach nee, guck mal, hier gibt's Aufgaben wieder mal. Noch mehr Aufgaben. Oh ja, bitte. Willst du mich verarschen? Der könnte nicht mal eine Grippe einfangen. Nackt so. In einem Schneesturm gestanden. Suchen Sie Behausung. Achso, ich muss einfach nur suchen. Ja, dann ist. Na, Kleiner, spielst mir eine Dose. Sehr schön im Übrigen. Macht das Ganze sehr, sehr schön. Im Bereich, man sagt, was sagt man dazu? Immersion. Die Immersion. Kann ich jetzt hier mal rein? Letztes Mal konnte ich nicht rein. Jetzt kann ich rein. Cool. Fishing Trip. Das ist genau das Richtige. Vielleicht gibt es auch mutierte Fische. Gasmaske. So. Gefunden hab. Mein Freund. Was kann ich für dich tun, Craig? Ja, hey. Du hast das Tor sabotiert, Görsel. Und die Infizierten ins Dorf gelassen. Ich? Das war der Irre mit der Maske. Die Wache hat ihn gesehen. Aber jemand anderes hat dich gesehen. Was? Wer behauptet das? Sag's mir. Außerdem lag diese Maske in deiner Hütte. Tja, scheiße, ne? Was blieb mir anderes übrig? Das Dorf wollte kein Schutzgeld an Reis zahlen. Und er wurde ungeduldig. Deswegen hat er ja auch dich geschickt, oder? Deswegen riskierst du das Leben der Leute hier? Sie mussten erkennen, dass wir Reis Schutz brauchen. Es hat funktioniert. Warum regst du dich also so auf? Weil. Wo ist das Problem? Tun wir. Wir sprechen. Unglaublich, dieses Gelaber. Sprechen Sie mit Grusel. Gruselmusel. Mit Musa. Okay, mit Musa noch quatschen. Ey, Mustafa. Kannst du mal ein bisschen aufpassen? Nein. Ja, Musa. Okay, es wird keinen Ärger mehr mit dem Gasmastenmann geben. Denn ich habe mir seine Gasmaske weggenommen. Hast du ihn erledigt? Nein, das war nicht nötig. Nach seiner Aktion? Ja. Es mag dir nicht gefallen, aber Mord ist immer noch kein Kavaliersdelikt. Falls du das anders siehst, hast du ein Problem mit mir. Kein Problem, Chef. Hat mich ein bisschen aufgeregt. Ich bin sonst ganz harmlos. Natürlich. Danke fürs Kümmern. Bitteschön. Ich krieg ein Waffen-Upgrade. Ein Champion. Was kann man damit eigentlich machen? Erstmal mit noch Fähigkeiten. Elektroschneider-Mod.
Auch unter den gegenwärtigen Umständen darf Hygiene nicht vernachlässigt werden. Deshalb werden bei diesem Mod die klaffenden Wunden, die sie verursacht haben, sofort ausgebrannt. Immer sauber bleiben. Schön. Kann man momentan nicht machen, weil hab keine Waffe dafür, die ich dafür nutzen könnte. Aber ist ziemlich cool. Die Friseur-Mod finde ich auch sehr geil. geht tief ins Fleisch und lässt ihre Gegner etwas mehr bluten. Gut. Das, jetzt muss man ein Fernglas finden oder was. Ich zoome jetzt erstmal nur den Rest raus. Sind ja so ein oder zwei. Fernglas zum Beispiel. Heilkräuter. Was? PS, die Algen wachsen auf dem Grund. How about no? Da gibt es ein Sophias Heilrezept, aber ich hätte da keinen Bock zu. Wie wär's mir mal die Story-Quest wieder machen? Geschwister, treffen Sie sich mit Jade am Wagen. Oh ja, die gute Jade. Ich glaube, es wird dunkel. Ich glaube, wir schlafen jetzt mal kurz eine Runde. Ne? Wie lange war noch? So langsam dunkel. Dass man es erkennt hier im Spiel, finde ich auch sehr, sehr cool. So, wo ist denn mein Schlafgemach? So eine Couch. Couch-Kartoffeln spielen. Ist auch nicht schlecht. Gut, damit haben wir Nacht und haben immer noch mal einen kleinen Break.